Die Kunstepoche des Klassizismus löst um die Mitte des 18. Jahrhunderts das Barock ab und wirkt bis weit ins 19. Jahrhundert hinein. Die beiden herausragenden Künstler dieser Stilrichtung sind die französischen Maler Jean-Auguste Dominique Ingres und Jacques-Louis David. Beiden Künstlern war es wichtig, dem Barock mit all seinem Pathos und all seiner Theatralik eine neue, eine strengere Malweise entgegenzusetzen. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.